Guten Tag, ihr lieben Leute, und willkommen zum Urteil des Spiels Talisman Online. Wir werden uns erstmal schnell einloggen. Wir haben hier recht viele Server zur Auswahl. Ich bin auf Grouching Tiger und habe mir eine Mage gemacht. Wir gucken uns mal die Charakterkreierung an. Dort können wir natürlich einen Monk auswählen. Ja, wird uns noch hier oben ein bisschen erklärt, was der Monk geschichtlich so alles drauf hat. Dann können wir noch eine Fairy auswählen. Dazu kommt dann noch ein Tamer, der natürlich gewisse Pets tamen kann, zähmen kann, wie der Jäger. Upsi, falscher Button. Dann haben wir noch den Wizard. Sowas habe ich gespielt, natürlich eben nur weiblich. Und wir haben hier noch einen Assassin. Ja, und ihr könnt leider nur die Haare auswählen und das Gesicht, also mehr ist da leider nicht hätte mehr sein können, ganz ehrlich. Und wir loggen uns jetzt einfach mal ins Spiel ein und werden natürlich begrüßt mit einer Musik. So, am Anfang kann ich gleich mal sagen, das Spiel hat am Anfang wirklich Spaß gemacht. Es ist nicht schlecht. Ich werde euch nämlich zeigen, auch warum. Weil es sich ein bisschen abhebt eben von den anderen Spielen. Ihr equippt eine Waffe, ja. Und ihr müsst diese uppen mit gewissen Punkten. Also wenn ihr einen Gegner tötet, bekommt ihr zwei Arten von Experience. Ihr bekommt einmal für euren Char natürlich Experience. Und ihr bekommt gewisse... Oh Gott, nicht, dass ich das jetzt hier falsch... wie heißen die? Energie. Ihr bekommt Energie, womit ihr eure Hauptwaffe uppen könnt. Ja, und diese geht oft bis Level 20, diese Waffe. Und ich glaube noch ein bisschen höher, ich weiß es leider nicht. Die können wir jetzt bis Maximum Level 20 machen. Und wenn ihr diese Waffe uppt, bekommt ihr erst neue Skills. Solltet ihr eine Waffe equippen, die zwar von den Stats besser ist, aber noch nicht das gewisse Level habt, könnt ihr diese Skills nicht mehr einsetzen. Also ihr müsst wirklich da ordentlich diese Punkte investieren. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Dort tut sie jetzt einfach mal die Punkte hier investieren. Wie ihr seht, wächst dieser Balken. Und gleich haben wir dann Level 12 mit dieser Waffe erreicht. Und Skills, warte mal. Okay, jetzt wird es gerade enchanted. Müssen wir mal kurz ein bisschen warten. Und dadurch bekommen wir eben andere Skills. Wir machen das jetzt einfach mal. Geht. Ja, es dauert ein bisschen. Aber da in der Zeit könnt ihr mal pissen gehen oder kacken oder ein Ei kochen oder wie sich irgendwas, was ihr dann hier machen könnt. Und ich fand, das ist eigentlich eine gute Lösung zu diesen sonstigen Appen des Croftens. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ansonsten gibt es da noch natürlich wieder die Auto-Walk-Funktion. Und das ist, glaube ich, das, was das Spiel so eigentlich in späterer Hinsicht einschläfernd macht. Weil ihr lauft, ihr lasst laufen, ja, kommt dort in dieses Monstergebiet eben rein, killt die Leute. Ja, ist denn so die einzige Phase, wo ihr wirklich aktiv sein müsst. Und dann lauft ihr wieder zum NPC und gibt es ab. Also... weiß ich nicht, ist jetzt nicht so. Ihr wisst ja, ich mag diese Auto-Walk-Funktion nicht. Bei Atlantica Online ist sie sehr gut eigentlich, weil Hauptaugenmerk ist da eben das Taktische, das Rundenbasierende. Und hier ist es einfach nur ein bisschen Laufen und diese 1 bis 4 Skills zu benutzen, die ich bis dato habe. Es gibt natürlich noch gewisse andere Skills, die man natürlich... Das Schild kann man auch ab und dadurch bekommt man auch wieder Skills. So, jetzt werden wir noch hier die Punkte ein bisschen investieren. Dann machen wir mal Stoppe. Machen wir mal das hier, bitte enchanten. Ne, macht er doch nicht. Auch gut. Wupp. So, haben wir jetzt neue Skills mal dazu bekommen. Ne, 2 Punkte können wir aber investieren. Machen wir hierin, damit wir mehr Eisschaden machen. Ich habe mal auf Eis spezialisiert. Gibt natürlich auch Feuer. Damit macht ihr natürlich mehr Schaden, aber ich finde das eigentlich ganz nett. Ich habe ohne Quest absolviert, wo ich jetzt einen kleinen Panda-Bären habe. Der gibt mir zwar noch ja nichts, also noch keine Punkte, aber sieht doch recht knufflig aus. Die Grafik ist natürlich jetzt nicht so der Genuss.
Was ich aber sehr schön finde, ist der Soundtrack, also im anderen Gebiet, der geht hier tierisch auf den Sack. Der hier, der andere Soundtrack ist recht nett, kommt aber nicht sehr oft. Ja, also ist jetzt schon wieder abgehakt. Ja, keine Ahnung, also ob man das nicht mal fixen könnte. Und es gibt natürlich gewisse Instanzen und wir werden jetzt einfach mal zusammen eine Quest machen. Ansonsten ist das Spiel eigentlich mal... Ja gut, okay, sie läuft hin. Ist das Spiel eigentlich mal gar nicht so schlecht, aber es ist einschläfernd. Also so nach einer Stunde, boah, da hat man eigentlich schon gar keine Lust mehr weiterzuspielen. Erst am nächsten Tag mal wieder eine Stunde, also ist das so ein Spiel für mich so ab und zu mal. Und wir werden jetzt einfach mal uns nochmal buffen hier. Ja, mal ja, passiert's noch. Ja, die Skills sind eigentlich auch... Also die Sounds sind mal wieder tierisch gut geklaut. Ja, also das war, glaube ich... Dieser Sound ist vom Paladin, wenn er seinen Stun raushaut. Also habe ich so das Gefühl, ja. So, werden wir mal hinlaufen. Dorthin. Ja, laufen. Es ist nicht so mein Fall. Ansonsten habt ihr eigentlich recht viele Quests. Es gibt natürlich auch wiederholbare Quests. Es gibt auch gewissen NPC, wo ihr euch denn eben einen Buff holen könnt, dass ihr 100% mehr Experience bekommt. Hier ist zum Beispiel der Soundtrack wieder sehr schön. Ja, muss man mal sagen. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, hier zu töten. So, okay. Das ist... Ja, schon wieder abgehakt. So, Bambushoot. Was aber recht problematisch ist, ist das Inventar. Es ist recht klein. Ja. So. Ja, es ist jetzt nicht sonderbar schwer, die Gegner zu töten. Aber wir machen jetzt auch extrem viel mehr Schaden. So, und wir müssen die einfach nur töten. Ja, und mehr ist das nicht. Ihr tötet jetzt wirklich, und das ist ganz oft, ihr tötet jetzt einfach, läuft dann wieder zum NPC, nimmt eine neue Quest an, und wenn ihr denn mal keine Quest mehr habt in diesem Gebiet, finde ich sehr schön, gibt es hier einen Noobie-Guide. Lupsi? Hopp. Achso, okay, das hier, Level-Up-Tipps. Und da steht dann, hey, wo könnte ich Quests machen? Finde ich gar nicht mal so schlecht, klickt da drauf, läuft dann natürlich wieder dorthin. Aber somit werdet ihr nicht questlos rumlaufen und dann sagen, scheiße, wo könnte ich jetzt hin? Also ist das mal eine gute Lösung. Ja, hier brauche ich wirklich nur zwei Skills. Wir heben das jetzt einfach mal nicht auf. Aber ansonsten ist das Spiel gar nicht mal so schlecht. Hebt sich ein bisschen ab durch dieses Appen. Und ich dachte auch, es ist erst ein purer Grinder. Aber ihr habt hier wirklich genug Quests. Finde ich sehr schön. Aber trotzdem gibt es keine so gute Bewertung zu diesem Spiel. Es gibt eine 4. Ja, weil es doch nach einer Weile sehr einschläfernd ist. Und das sollte bei einem MMORPG nicht der Fall sein. Es ist schlimm, wenn man nach einer Stunde wirklich keinen Bock mehr hat, dieses Spiel zu spielen. Und erst am nächsten Tag. So, werden wir noch ein bisschen töten. Noch 8 Stück. Aber so ist eigentlich... Ja, danke schön, Skype. Ich soll es mal ausmachen, wenn ich meine Tests mache. Da ich doch sehr oft angeschrieben werde. Aber machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe mal, ihr spammt mich jetzt nicht voll. So, zack. Ja, es geht eigentlich recht einfach. Hier soll auch aktives PvP stattfinden. In gewissen Arenen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Bin ich noch nicht in den Genuss gekommen. Genau wie ich noch nicht in den Genuss gekommen bin. Bei den großen Instanzen. Machen wahrscheinlich Spaß. Zu 4, 5, ja. Will ich gar nicht bezweifeln. Aber ob ich da wirklich hochleveln will bis dorthin, weiß ich bis dato leider nicht. Aber ansonsten macht es eigentlich einen guten Eindruck. Aber es gibt trotzdem nur eine 4. Der Chat ist eigentlich, ja, wird eigentlich noch voll gespammt mit, ich suche Gruppe für eine Instanz. So, jetzt laufen wir mal wieder hin. MC Panda Bär hier. Und, ich verkaufe das und das. Ist eigentlich mal gar nicht so schlecht. Wie ihr sehen könnt, ist das Inventar doch recht klein. Ja, also hier werden wir mal sehen. Ist nicht wirklich das Wahre, ja. Hier irgendwas zu machen. Ja, also recht viele Items. So, jetzt können wir bei ihm das abgeben. Machen wir auch mal. Ja, gut, okay. Habe ich mal wieder keinen Inventarplatz. Natürlich sehr schön. Wenn wir das erstmal zerstören. So. Und zack.
So, gibt's natürlich wieder neue Quests natürlich. Hier gibt's immer Quests. Das ist sehr schön. Und es ist jetzt wieder, bitte hebt was auf. Tötet es, hebt was auf. Und das die ganze Zeit. Die Autowalk-Funktion ist mir manchmal auch ein bisschen zu ungenau. Also nicht ungenau, aber ein bisschen zu verbuggt. Sie läuft erst tierisch irgendwo in eine andere Richtung, dreht wieder um und läuft dann erst wirklich zu den NPCs. Sehr kurios. Aber ansonsten, Leute, das Spiel ist vielleicht mal ein Einblick wert. Ja, saugt euch einfach mal. Link seht ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und natürlich könnt ihr... seht ihr dann auch, wer richtig geraten hat. Die Punkte werden natürlich dann auch aktualisiert. Aber mehr als eine 4 hat es wirklich nicht gereicht. Und ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß in eurem Spiel. Euer Zuhaken. Tschüssi.